Willkommen zurück hier bei uns im Frühcafé am Montag. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Und ich freue mich, dass ich wieder Besuch bekommen habe von Anouk Ellen Susan. Herzlich willkommen. Gute Morgen. Gute Morgen. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Besuch nicht aus den Niederlanden, wobei halb. Also du pendelst ja immer mal so ein bisschen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ich habe so zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Genau, deine beiden Heimatbereiche sozusagen. Und darum geht es natürlich auch in deinem aktuellen Buch. Lecker anders, der Titel. Die Besonderheit daran ist ja, das Buch kann man ja von beiden Seiten lesen. Mhm. Also einmal auf Deutsch und dann drehst du es einmal um und dann auf Niederländisch. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, ich habe gedacht, so lecker anders gehört auch ein lecker anderes Buch. Ne? Ja. Ein bisschen anders das Ganze anzupacken und zu machen. Und darum findet man auch in meinem Buch ein Kreuzworträtsel oder aber eben ganz unterschiedliche Themen, Facetten, die eben lecker anders sind und dann dem Buch auch gerecht werden. Mhm. Kreuzworträtsel oder auch Kochrezepte zwischendurch, hast du mir schon verraten. Genau. Also das ist wahrscheinlich Business Canvas, also ein Poetry Slam. Also man kann sich wirklich ganz immer wieder überraschen lassen, was es in dem Buch so gibt und entweder auf Deutsch oder auf Niederländisch lesen. Und wenn man die andere Sprache lernen möchte, ist das natürlich super, weil da kann man immer gucken, wie sagt man das denn in der anderen Sprache. Kannst auch zwischendurch immer mal umdrehen und dann eine Seite so und eine Seite so lesen. Also ein Buch mal ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt viele Überraschungen, wenn man sich da durchliest und darum natürlich auch der Titel Lecker anders. Jetzt geht es ja um das Zusammenleben von Deutschen und Niederländern, deutsch-niederländische Freundschaft, aber auch so Besonderheiten und Eigenarten. Damit bist du natürlich auch tagtäglich im Kontakt. Ist das manchmal lustig oder überwiegend unterhaltsam? Das ist, ich finde immer, ich versuche immer der beste Mix aus beidem natürlich zu sein, aber man kann schon mal interessante Sachen erleben. Also ich hatte in einem Geschäftskontext, vielleicht weißt du, dass wir Niederländer, wir geben uns ja drei Küsschen normalerweise, ne, beim jetzt Hallo sagen. Nicht. Jetzt gerade nicht. Und ich war mit einem großen Konzern, einem deutschen Geschäftspartner verabredet und ich weiß nicht, was mich überkam, aber irgendwie war ich holländisch an dem Morgen drauf und habe dem Mann dann drei Küsschen ganz impulsiv gegeben und Hallo gesagt, auch noch geduzt. Und der guckte mich an, der war das gar nicht gewohnt von mir. Und der musste sich erst mal am frühen Morgen besinnen. Ich musste in erster Instanz, habe ich mich erschrocken, aber nachher musste ich doch sehr drüber lachen. Okay, und es war ein guter Kontakt. Also es seitdem gab keine Nachteile. Sind wir gut drauf. Also. Ja, okay. Das kam aber von dir, dann ging von dir aus. Okay, so ist das manchmal. Würdest du das sagen, sind Niederländer generell die offeneren Menschen? Oder kann man das nicht pauschalisieren? Also in dem Buch versuche ich, die Stereotypen ein wenig aufzuräumen. Ja. Aber so stereotypmäßig könnte man das schon so sagen. Also wir sind schon, ich sag mal, so ein impulsives Völkchen auch. Ne? Wir sind ganz gut im Improvisieren. Wir mögen das nicht so mit Plan A, B und C. Mhm. Sondern wir sagen, ach komm, wir starten mal einfach und dann sehen wir schon, wo das, wo es hingeht. Und wenn es Probleme gibt, dann lösen wir die dann. Und ich glaube, das macht, dass wir mit so einer bestimmten Lockerheit schon mal an Sachen rangehen. Und die kann gerade im Moment, kann diese Lockerheit ganz gut helfen. Stimmt, da kann man sich aktuell eine Scheibe davon abschneiden. Man sieht das Buch, man sieht dein Geschenkpaket, dazu gleich mehr und natürlich auch deine Erscheinung. Du setzt wieder topmodische Akzente. Orange ist deine Farbe. Absolut. Also Orange ist so etwas, was mich immer begleitet, sei es in kleinen Details oder auch schon mal eben etwas stärker repräsentiert. Ja. Ich verbinde mich mit dieser Farbe. Ich liebe die Farbe und ja, Oranjeboven, sagen wir in den Niederlanden. Also das spricht mich total an. Okay, das heißt, die Farbe Orange gefällt dir aber auch persönlich sehr. Das hat jetzt nicht da nur was mit der niederländischen Tradition zu tun, oder? Ich habe wirklich Glück gehabt, dass dann in den Niederlanden die Farbe Orange dazu passt. Das kommt ja auch vom Königshaus her, die Oranje. Und ich fand dann auch, dass das in meinem Buch natürlich total zurückkommen muss. Und mir war auch wichtig, dass es so ein bisschen einen Design-Touch das Buch bekommt. Also es ist sehr designlastig, weil die Niederländer ja auch sehr mit dem Design verbunden sind. Ja, du bist ja Coach und Autorin und Speakerin. Letztendlich, du bietest also sehr, sehr viel an. Wer sind denn klassischerweise eigentlich deine Kunden? Wer kommt zu dir und lässt sich coachen? Ja, also in dem Falle geht es im Coaching bei Lecker anders darum, wenn es ein Niederländer oder ein Deutscher ist, der sagt, also ich muss mich noch ein bisschen an die andere Kultur gewöhnen oder ich bin nicht so gewohnt, der sagt immer du zu mir. Und eigentlich, da fehlt doch jetzt der Respekt, was nicht so ist. Aber um zu erklären, wie diese interkulturellen Unterschiede sind, welche Eigenarten sowohl die Deutschen als auch die Niederländer haben. Das kann manchmal schon helfen, auch wenn Teams zusammenarbeiten. Also diese, ich sage jetzt mal, sehr
das ist sehr spitz, aber sehr deutsch-niederländischen Themen, die ich da dann eben im Coaching auch bespreche. Und das mache ich auch auf Veranstaltungen in der Tat, dass ich dann so einen lecker anders Vortrag gebe und da so eher lustig, aber auch vielleicht mit ein paar Akzenten hinweisen kann, wie viel Potenzial wir eigentlich haben. Denn 190 Milliarden Euro Umsatz geht es bei unseren beiden Ländern miteinander. Und das heißt, wir sind schon sehr beruflich auch wirklich sehr eng miteinander verbunden. Also da kann man auch sehr von sich gegenseitig profitieren. Total. Und voneinander lernen. Vielleicht die besten Wesenszüge übernehmen, wenn man das mal so sagen kann. Ich glaube, in die Richtung geht das, ne? Absolut. Also ich glaube wirklich, dass das Potenzial da ist, dass dieser Mix aus beidem einfach das Großartige ergibt. Und ich kann nur jeden aufrufen, der in einem deutsch-niederländischen Kontext ist, macht noch mehr miteinander. Beim letzten Mal haben wir ja auch schon gesagt, und mein Slogan ist ja auch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und das glaube ich, bei der deutsch-niederländischen Freundschaft ist das auch so. Gemeinsam kommt man einfach weiter. Jetzt muss man sagen, als Deutscher hat man ja den Vorteil, mir geht es jedenfalls so, ich verstehe sinngemäß relativ viel auf Niederländisch, kann es natürlich nicht sprechen und nicht schreiben. Ist es denn umgekehrt genauso? Du hast gesagt, als Niederländer hat man es wahnsinnig schwer, Deutsch zu lernen. Ja, die Sprache ist nicht so einfach zu lernen. Und man sieht leider im Moment, dass das wieder ein wenig zurückgeht. Und dadurch verliert die Wirtschaft, also 7 Milliarden Euro hat letztens eine Marktforschung ergeben, dadurch, dass der Niederländer nicht mehr so oft und so viel Deutsch lernt. Das ist super schade. Und ich würde auch jeden Niederländer aufrufen, ich bin ja neidisch, wenn ich Deutsch rede, ist ja sehr deutsch. Ne? Ja. Aber dieser holländische Akzent, das ist ja sowas Nettes und Sympathisches. Und da kannst du ja manchmal mit dem Akzent kannst du auch manchmal was sagen, was vielleicht nicht so nett ist. Und trotzdem wird es als sympathisch wahrgenommen. Ja. Und ich würde sagen, mach und red einfach drauf los, selbst wenn es grammatikalisch vielleicht nicht immer stimmt. Das ist ja aber auch so ein bisschen so ein Klischee. Man sagt ja tatsächlich immer, ja, der niederländische Akzent, der klingt so sympathisch, so gemütlich, so freundlich. Hört man das als Niederländer überhaupt gerne? Ja, oder? Ich glaube, man ist sich dessen gar nicht so sehr bewusst, ne, was das für eine Stärke auch sein kann, ich sag mal, in der Kommunikation, dass es total entwaffnend sein kann. Also ich glaube, der Niederländer hat nichts dagegen. Da ist eher so ein bisschen die Angst vor diesem der, die, du, dem, dessen. Genau. Das ist kompliziert, ja. Und dann außerhalb der Corona-Pandemie einfach mal mit drei Küsschen versuchen und mit dem Du. Das öffnet manchmal Türen und Tore. Du hast mir was mitgebracht. Und zwar ein großes Schokoladen-M. Passend zu meinem Namen, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank dafür. Da freue ich mich schon drauf. Aber was hat es damit auf sich? Das ist nämlich auch ein Beispiel für eine Tradition, die lecker anders ist. Genau, also im wahrsten Sinne des Wortes auch lecker und eben auch anders. Denn wir feiern in den Niederlanden noch mehr den Nikolaus, den Sinterklaas. Ja. Und da ist es üblich, dass jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene ein Schokoladenletter bekommt. Also das ist das Schöne, das zieht sich ins Alter mit rein. Ne? Ja. Das darf man auch noch als Erwachsener bekommen. Und jeder bekommt den Buchstaben, den ersten Buchstaben vom Namen. Wenn man manchmal auf eine Party geht und nicht weiß, wer da alles ist, dann kauft man meistens ein S von Sinterklaas. Okay. Und der ist bei uns übrigens am 5. Dezember, also einen Tag vorher. Und wird wesentlich größer gefeiert als Weihnachten. Da ist es sogar so, dass man dazu noch Gedichte schreibt. Also das mache ich beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Okay, ich bin gespannt. Dann kommt ein Gedicht dazu und dieses Gedicht packt alles aus dem letzten Jahr. Alle lustigen Sachen und vielleicht auch weniger lustigen Sachen. Und die darf man sich dann gegenseitig vorlesen. Und das ist so ein Brauch, den man in den Niederlanden am 5. Dezember feiert. Da du ja aber in Deutschland lebst, feierst du dann am 5. und am 6. doppelt, oder? Ich habe zum Glück also sehr viel mit niederländischen Firmen gearbeitet und hatte daher das Glück, dass ich am 5. Dezember immer früher nach Hause gehen durfte und wir ein wenig auch schon in der Firma gefeiert haben. Ja. Sehr schön, vielen Dank dafür. Und dann hast du ja noch ein Buch aktuell, und zwar Upgrade Yourself. Das ist dann nochmal was anderes. Da geht es dann noch mehr als in diesem Buch vor allem um Business und persönliche Entwicklung auch, ne? Genau, das ist so ein Stück Empowerment für Frauen, wie man noch mehr in die Kraft für sich kommen kann, in den Selbstbewusstsein und souverän auftreten kann, auch im Job. Und da habe ich mit Upgrade Yourself am Anfang dieses Jahres das rausgekommen, mein erstes Buch rausgebracht. Ja. Und dann nochmal zurück zu Lecker anders, denn wir haben es gesagt, das Buch ist wirklich ein bisschen anders. Wenn man sich da durchliest, dann wird man des Öfteren mal überrascht. Da gibt es mal ein Kreuzworträtsel oder mal ein Kochrezept von Mario Kotaska, bekannt von den Kochprofis, glaube ich. Also einige Promis sind auch Teil davon. Ne? Bernd Stelter hat das Vorwort geschrieben, also über Humor gesprochen. Der Niederländer sagt ja schon mal so ein bisschen frech, ne? Die Deutschen haben keinen Humor. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Auch da glaube ich, der ist lecker anders. Und darum habe ich angefangen und freue ich mich wahnsinnig, dass Bernd Stelter ein Vorwort geschrieben hat, ein sehr humoristisches, und er ist ein riesen Seeland-Fan. Und es endet mit Patrick Nederkorn, der das Nachwort geschrieben hat. Das ist ein niederländischer Kabarettist und der hat gerade ein
Programm und das heißt Hilfe, die Holländer kommen. Und da geht es darum, dass ja 23% der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegt. Also wenn die Deiche brechen, dann haben wir die Küste hier näher, als uns wahrscheinlich erstmal lieb ist. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn die ganzen Niederländer, die 17 Millionen, unser Land einströmen? Und das ist total humoristisch geschrieben. Liebe Zuschauer, Sie können sich davon selbst überzeugen. Sie können nämlich ein Geschenkpaket gewinnen. Da vorne sehen wir schon mal eins, das ist schon geöffnet. Da drin ist leckeres Popcorn. Ganz leckere Weingummis. Ich habe die auch schon probiert. Die schmecken nämlich überhaupt nicht künstlich, sondern wirklich nach purem Wein. Das ist absolut so. Oder Champagner sogar. Auch da habe ich mir überlegt, wie kann man etwas lecker anders machen. Ich konnte keine Buchparty geben und habe dann an besondere Leute dieses Geschenkpaket verschickt. Und habe mir jetzt auch, ich bin ja auch Handelsfrau, man sagt von Niederländern auch, die haben Handelsgeist. Ne? Habe mir gedacht, das kann man dann auch so anbieten. Das könnte man jetzt zu Weihnachten schön verschenken. Und da ist Berliner Popcorn mit drin, also mit Himbeergeschmack, eben auch etwas lecker anders. Und eben von einer Niederländerin, die Weingums, und das macht das ganze Paket rund. Und natürlich das Buch, ganz wichtig. Und entweder das Buch in der Mitte. Zum Verschenken oder natürlich zum selber behalten und zum selber lesen. Sie können das Ganze gewinnen, wie immer auf unserer Facebook-Seite facebook.de/frühkaffee-hamburg1 oder Sie schicken uns eine E-Mail gutenmorgen@hamburg1.de mit dem Betreff lecker anders, die Daumen sind gedrückt. Ja. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank für Schokolade, für deinen Besuch und natürlich für das Gespräch. Hat mich wahnsinnig gefreut. Gerne bis zum nächsten Mal und dann wirklich mit Gedicht. Dann mit Gedicht, da werde ich mir was Schönes für dich überlegen. Ich bin sehr gespannt. Dankeschön, dass du mein Gast warst und gern bis zum nächsten Mal. Total. Liebe Zuschauer, tschüss. Genau, wir sind gleich zurück nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie gerne bei uns. Bis gleich.